Hallo, schön, dass du heute wieder mit am Start bist. Wir freuen uns total darüber. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sag mal InnoNature. Heute dreht sich alles um das Thema Schilddrüsengesundheit. Und zu diesem Thema haben uns über Instagram ganz viele spannende Fragen erreicht. Ganz, ganz lieben Dank hier für dein Vertrauen. Und die möchten wir heute wieder für dich mit einem ganzheitlichen Ansatz beantworten. Zum Beispiel: Was ist eine Überfunktion, eine Unterfunktion? Was können Symptome sein? Wie kann ich meine Schilddrüse unterstützen, zum Beispiel mit Nährstoffen? Und ja, einfach mit einem ganzheitlichen Ansatz. Also, das solltest du nicht verpassen. Bleib auf jeden Fall dran. So, dann starten wir jetzt auch direkt. Ich sitze wie immer natürlich hier mit der lieben Julia. Hi, Julia. Hallo Marie. Julia ist Gründerin von InnoNature und zertifizierte Fachberaterin für holistische Gesundheit. Starten wir mit der ersten Frage. Was ist eigentlich diese Schilddrüse und warum ist sie so wichtig für unseren Körper, Julia? Also die Schilddrüse ist ein relativ kleines Organ und sitzt ungefähr hier und ist letztendlich an allen Stoffwechseln im Körper bei uns beteiligt, denn sie produziert Schilddrüsenhormone, die wiederum ans Blut abgegeben werden und ja, sind wichtig für unseren Energiestoffwechsel, aber zum Beispiel auch für den Knochenaufbau, für das Wachstum von Kindern. Da ist es wichtig, dass die Schilddrüse gut funktioniert, dass die Hormonproduktion gut funktioniert und das ist es wichtig, darauf zu achten, dass wir eine gut funktionierende Schilddrüse haben. Also ganz, ganz kleines Organ mit einer ganz großen Wirkung. Absolut. In dem Zusammenhang ist ja auch häufig die Rede von Unterfunktion, von Überfunktion. Einige von euch haben dazu natürlich auch ganz viele Fragen gestellt. Vielen, vielen Dank dazu. Und wir wollen jetzt erstmal klären, was definiert denn überhaupt eine Überfunktion? Eine Überfunktion ist letztendlich, wenn zu viele Schilddrüsenhormone produziert werden. Und das äußert sich zum Beispiel, wenn man dann auf einmal total hibbelig ist, wenn man leicht reizbar ist, wenn man einfach überreagiert und der Stoffwechsel auf Hochtouren läuft, aber eben zu viel auf Hochtouren. Und man kann zum Beispiel auch an Schlaflosigkeit leiden. Und letztendlich ist man sehr, sehr reizbar, wenn man eine Schilddrüsenüberfunktion hat. Ja, und dann gibt es zum Beispiel auch noch mögliche Symptome, wie zum Beispiel hoher Blutdruck, der Puls ist vielleicht schneller. Man kann auch sowas wie Durchfall haben oder Haarausfall. Also es kann sich wirklich auf viele Bereiche auch auswirken, ne? Da sieht man auch wieder, was für eine große Auswirkung die Schilddrüse auch haben kann. Ja. Dass es wirklich das ganzheitliche Wohlbefinden auch beeinflussen kann. Absolut. Und bei all diesen Symptomen sollte man auf jeden Fall immer die Schilddrüse, wie zum Beispiel, wenn man jetzt an Haarausfall denkt, auf jeden Fall immer Rückschlüsse ziehen und gucken, hey, liegt es eventuell an der Hormonproduktion der Schilddrüse? Ja. Ja, ganz wichtig ist natürlich ja nochmal, all diese Symptome können natürlich auch noch andere Ursachen haben. Hier raten wir dir natürlich immer zu einer ärztlichen Absprache. Wie Absolut. sieht es denn mit einer Unterfunktion aus? Ja, die Unterfunktion ist sogar relativ häufig, denn 10% der Frauen in Deutschland haben so eine diagnostizierte Schilddrüsenunterfunktion. Das ist echt viel und der Graubereich, also letztendlich ist da auch relativ hoch. Und das würde ich sagen, das ist echt schon so eine richtige Volkskrankheit fast, ne? Vor allem bei Frauen, die sind vor allem davon betroffen. Und das ist einfach, wenn man zum Beispiel Wassereinlagerung hat, Müdigkeit empfindet, alles so ein bisschen schwerfällig ist, man nicht so richtig hochkommt, der Stoffwechsel ist halt reduziert, wie bei der Überfunktion läuft er auf Hochtouren, bei einer Unterfunktion werden zu wenig Hormone produziert und da ja, ist man sozusagen in allem etwas träger unterwegs und ja, man kann auch zu leichten Depressionen neigen und das ist wirklich, ja, wie ich auch schon gesagt habe, sogar relativ häufig bei uns in der Gesellschaft. Und ja, und wenn einen das betrifft, das ist echt wichtig, darauf dann wirklich einmal zu achten und da die Werte auch mal checken zu lassen. Ja, du sprichst das schon an, die Werte checken zu lassen. Der wichtigste Wert erstmal ist ja der TSH-Wert. Vielleicht magst du dazu einmal was sagen, denn häufig wurde auch gefragt, wie kann dieser TSH-Wert bestimmt werden? Was ist so ein optimaler TSH-Wert? Was sagt er überhaupt aus? Der TSH-Wert kann im Blut bestimmt werden
Und den kann man einmal generell bei einer Blutuntersuchung, ich glaube, beim großen Blutbild ist er, glaube ich, sowieso immer dabei. Und da kann man ihn einmal prüfen lassen. Die Werte, glaube ich, die hattest du einmal rausgesucht. Ich will mir nichts Falsches sagen. Vielleicht magst du einmal schauen, wie der, genau, wo der liegen sollte. Das liegt so ungefähr im Bereich zwischen 0,4 und 4,0. Aber im Zweifel sollte man hier das auf jeden Fall, ne, mit Arzt oder Ärztin absprechen. Aber das ist so generell so der Bereich. Ja, ja. Und da spielen auf jeden Fall dann die Werte T3 und T4 auf jeden Fall auch immer eine Rolle. Aber die sollte man einmal genau mit dem Arzt besprechen. Aber das ist ungefähr so der Richtwert, wo eine Schilddrüsen-Über- oder Unterfunktion eingeordnet wird. Genau, und es ist halt so, dass hohe TSH-Werte generell ein Hinweis sein können auf eine Unterfunktion und halt niedrigere Werte auf eine Überfunktion. Ja. Genau. Ja. Absolut. Und was aber auf jeden Fall spannend ist, dass man, wenn man in Grenzbereichen liegt zu einer Überfunktion oder zu einer Unterfunktion. Es ist genauso wie bei Nährstoffmängeln. Wenn man da auch in Grenzbereichen liegt, ist es auf jeden Fall auch wichtig, darauf zu schauen. Also wenn der Bereich zum Beispiel für eine Unterfunktion noch nicht in dem, also nicht in der Diagnose ist Unterfunktion, trotzdem kann man halt leicht dazu neigen. Und deswegen ist der Graubereich einer Unterfunktion eben in Deutschland auch relativ hoch. Ja, das heißt, man sollte sich auch nicht nur auf diesen einen Wert halt fokussieren, sondern absolut. Auch, und wenn man alle Symptome hat, macht es halt total Sinn, da auf jeden Fall trotzdem an seiner Schilddrüse vielleicht ganzheitlich zu arbeiten, aber zu Tipps und wie man das machen kann, dazu kommen wir ja auch noch später. Ja, genau. Und das war jetzt halt auch der Bereich für Erwachsene. Bei Kindern sieht das zum Beispiel auch nochmal anders aus. Also da auch unbedingt einmal ärztlich absprechen. Genau. Du hast auch schon gesagt, dann die Schilddrüse unterstützen bei einer Unterfunktion. Was ist denn da aus deiner Sicht so das Allerwichtigste? Denn viele haben auch gefragt, ich habe eine Unterfunktion, wie unterstütze ich meine Schilddrüse denn jetzt? Ja, am besten, also was auf jeden Fall einfach ist, dass man mal eine Mikronährstoffanalyse machen kann. Man kann seine Schilddrüse wunderbar mit Nährstoffen unterstützen. Also vor allem Jod hat hier auch die gesundheitlichen Eigenschaften für die normale Produktion der Schilddrüsenhormone und sorgt eben für eine normale Funktion der Schilddrüse, genauso wie Selen. Und das sind eigentlich so die beiden wichtigsten Nährstoffe, wenn es eben um die Schilddrüsenproduktion geht. Und da kann man auf jeden Fall die Werte mal checken lassen, ob man gut mit Jod und Selen versorgt ist. Und Jod ist da auf jeden Fall ein absolutes Schlüsselnährstoff. Und es ist so, dass Deutschland ein jodarmes Land ist, aber auch eben ein selenarmes Land. Das heißt, unsere Lebensmittel enthalten eben nicht so viel Jod und Selen. Und kann vielleicht auch ein Grund dafür sein, dass sie eben viele Probleme mit ihrer Schilddrüse haben. Denn die beiden Nährstoffe sind einfach essentiell für die Produktion der Schilddrüsenhormone. Ja, ja, Jod ist ja auf jeden Fall ein ganz großes Thema, was die Schilddrüse betrifft. Jod ist ja vor allem in Meeresfrüchten enthalten, in Fisch, aber auch in Algen. Genau, und es ist auf jeden Fall wichtig, das halt über die Nahrung auch aufzunehmen. Trotzdem kann natürlich hin und wieder mal ein Jodmangel entstehen. Es kann zum Beispiel sich in Müdigkeit widerspiegeln, vielleicht Gewichtszunahme, aber auch zum Beispiel Zyklusbeschwerden. Finde ich auch super interessant, was man vielleicht erstmal gar nicht so vermutet. Und natürlich auch noch weitere Symptome. Aber schau da auf jeden Fall auf deinen Jodhaushalt und diese Mikronährstoffanalyse, hast du eben gesagt, ne? Ja. Das ist. Also, dass man halt nicht nur die Hormone messen lässt in dem großen Blutbild, sondern wenn man halt die Diagnose hat oder die Symptome hat von einer Über- oder Unterproduktion, macht es total Sinn, eben auch die Nährstoffe checken zu lassen, die für die Produktion zuständig sind. Ja, genau. Und das wird beim Arzt gemacht, also per Blutabnahme. Und da wird dann vor allem halt ermittelt, wie du halt mit Vitaminen, mit Spurenelementen und Mineralstoffen versorgt bist. Du kannst da so ungefähr teilweise auch bis zu 200 € rechnen, je nachdem, was halt eben getestet wird. Das ist ja für viele auch immer nochmal interessant, wie viel das Ganze halt kostet. Ja. Wird, glaube ich, in den meisten Fällen, glaube ich, auch nicht von der Krankenkasse übernommen. Ne? Nicht, also wenn man natürlich eine diagnostizierte Unter- oder Überfunktion haben, dann sollte das eigentlich übernommen werden. Okay. Wenn man jetzt zum Beispiel im Grenzbereich ist und trotzdem vermutet, dass man dazu neigt, dann muss man es meistens aus eigener Kasse bezahlen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall,
ist es die beste Investition, in deine Gesundheit zu investieren. Und dann genau, kann ich nur raten, das auch einfach einmal vorzunehmen. Und dann kann man dementsprechend natürlich auch seine Ernährung anpassen oder eben auf natürliche Supplements zurückgreifen. Und genau, und eben konkret seine Dosierung auch einstellen. Jod ist ja auch häufig in Speisesalz zugesetzt. Genau, und das ist halt auch gesetzlich geregelt. In der Regel liegt der Wert so bei 15 bis 25 Milligramm pro Kilogramm Salz. Was sagst du denn dazu? Sollte man so nach dem Salz plus Jod greifen? Oder gibt es da vielleicht irgendwie... Es hat ja einen Grund, dass Deutschland das so eingeführt hat, dass es eben jodiertes Speisesalz gibt, weil Deutschland eben ein jodarmes Land ist und dadurch die Jodversorgung sichergestellt werden soll. Ich persönlich aus ganzheitlicher Sicht kann das Salz nicht empfehlen, weil es oft eben auch Rieselhilfe mit drin hat. Da sind Anti-Klumpmittel drin, eventuell halt auch Aluminiumsalze. Und deswegen würde ich immer auf einen... Steinsalz zurückgreifen oder eben Meersalz und dann Jod wirklich entweder in Form von anderen Nahrungsmitteln zunehmen. Da habe ich auch noch einen kleinen Julia-Tipp sozusagen, wo sehr viel Jod drin ist, auf Pflanzenbasis eben. Oder einfach dadurch kann man es ja auch sehr gut regulieren und bestimmen und beobachten, natürlich durch ein natürliches Nahrungsergänzungsmittel. Wie bei uns kommt es ja aus einer Alge. Genau. Und, aber wie du zum Beispiel Jod auch natürlich zu dir nehmen kannst, ist durch Apfelkerne. Sonst schneidet man die Apfelkerne ja immer raus und ich bereite mir auch immer einen Smoothie zu. Und wichtig ist natürlich, dass man den Apfelkern, also in jedem einzelnen Apfelkern steckt der Jodgehalt von einem Tagesbedarf drin. Mhm. Das ist echt richtig krass. Also man muss keinen Fisch essen, um auf seinen Jodbedarf zu kommen, sondern in jedem einzelnen Apfelkern, der wird ja meistens rausgeschnitten. Aber wichtig ist natürlich, wenn man jetzt, ein Apfelkern ist natürlich schlecht zu zerkauen, weil er eben so klein ist. Und deswegen den dann in einen Mixer zu geben, mit irgendwie mit einem anderen Pulver oder mit Beeren oder wie auch immer. Ich glaube, mittlerweile hat ja jeder auch einen Mixer zu Hause, oder wo man sich einen anderen Smoothie irgendwie anreichert. Und da mal ein paar Äpfelkerne dazu zu tun, kann auf jeden Fall auch helfen und den Jodbedarf auf jeden Fall sichern. Ja, das ist ja auch hier wichtig, dass er halt eben geschrotet oder zerkleinert wird, weil ansonsten wird er auch direkt wieder so als einem Stück quasi ausgeschieden. Absolut. Da fragen sich jetzt dann vielleicht auch manche, aber Apfelkerne gelten doch eigentlich auch als giftig. Das ist aber halt so, dass man da eine ganz, ganz große Menge von essen müsste, dass es für den Körper überhaupt irgendwie giftig ist. Die haben ja die Blausäure enthalten, aber da müsste man Mengen, also ich glaube, da müsste man über 20 Apfelkerne essen oder mehr. Das wären ja insgesamt dann auch 6 Äpfel. Ja. Wer isst 6 Äpfel am Tag? Ja, also genau. Jetzt vielleicht zur Erntezeit. Ja. Aber das wären tatsächlich irgendwie hunderte Apfelkerne, die man essen müsste. Apfel hat generell so bis zu 20 Kerne und die sind absolut unbedenklich. Ja. Genau, also es ist ein super, super Tipp. Ja. Werde ich direkt gleich umsetzen. Voll gut. Ja, cool. Ja, und dann, Selen ist eben auch wichtig. Und Selen ist vor allem auch in Paranüssen drin. Mhm. Also man sagt auch so 2 Paranüsse am Tag decken ungefähr den Selenhaushalt. Aber da ist es natürlich auch so, jede Paranuss hat natürlich eine andere Nährstoffzusammensetzung. Und nicht jede Paranuss hat eben den Selengehalt. Deswegen ist es, wenn man schon mal einen Mangel hat, natürlich trotzdem schwierig reguliert, da den Mangel auszugleichen. Mhm. Und und da würde ich auch empfehlen, wenn man schon einen Mangel hat, eben auf ein Nahrungsergänzungsmittel auf natürlicher Basis zurückzugreifen. Ja. Ja, es gibt natürlich noch ein paar andere Superfoods auch, womit du generell deine Schilddrüse super unterstützen kannst. Und Ernährung ist ja sowieso so der Punkt, der halt für so viele Dinge wichtig ist. Und wir setzen da ja auf jeden Fall auch immer auf eine pflanzenbasierte Ernährung. Mhm. Wichtig hier zu wissen ist ja auch, dass die Schilddrüse und der Darm ganz, ganz eng zusammenhängen. Das heißt, erstmal den Darm auch gut zu füttern, dann tut man gleichzeitig auch seiner Schilddrüse auch was Gutes. Das können zum Beispiel sein Brokkoli, grüner Blattsalat, Thymian, Sojabohnen, Leinsamenöl, Hanfsamen, also da gibt es echt verschiedene. Und wichtig dabei ist halt auch, dass du wirklich verschiedene Lebensmittel davon nutzt und dich nicht nur auf eine Quelle so verlässt. Also das ist immer wichtig, halt abwechslungsreich
abwechslungsreiche Dinge auf den Teller zu bringen. Total. Ja. Und vor allem eben auch Lebensmittel, die entzündungshemmend sind hier total wichtig. Und da ist natürlich vor allem eine pflanzenbasierte Ernährung auf jeden Fall auch, kann da super hilfreich sein, da eben tierische Produkte auch die Entzündungswerte steigern können im Körper. Ja. Und deswegen finde ich eben, dass eine pflanzenbasierte Ernährung da auf jeden Fall auch total hilfreich sein kann. Und dann auf jeden Fall zu den guten Pflanzen zurückzugreifen, die eben nicht industriell verarbeitet sind, am besten in Bioqualität, damit man wieder Pestizide und Co. vermeidet, die auch wiederum die Schilddrüse beeinflussen können. Ja. Ja, wir haben jetzt viel über Selen und Jod gesprochen. Was ist denn noch oder was kann noch wichtig sein für die Schilddrüsengesundheit? Ja, du hast es auch eben schon gesagt, die hängt ja auch ganz da dicht mit dem Darm zusammen. Mhm. Das heißt, alles, was den Darm unterstützt, ist hier total wichtig. Und 80% der Immunzellen liegen im Darm. Und deswegen alles, was das Immunsystem letztendlich unterstützt, kann wiederum auch hilfreich sein für die Schilddrüse. Und essentiell fürs Immunsystem ist auf jeden Fall Vitamin D3. Ich glaube, wir haben es in jedem Video. Ja. D3 bilden wir durch die Sonne, über die Haut. Und im Winter haben wir nicht die Chance, D3 hier zu bilden aufgrund des Sonnenstandes. Deswegen, das ist etwas, was super wichtig ist. Aber eben auch, wir haben ja über Entzündungsprozesse gesprochen, vor allem gute Fettsäuren wie zum Beispiel Omega-3 können da total gut sein, aber eben auch Magnesium und Calcium. Dann alle B-Vitamine. Die B-Vitamine sind vor allem bekannt eben auch für starke Nerven. Und man merkt ja gerade auch bei Schilddrüsenüberfunktion, Unterfunktion, dass es eben halt auch auf die Nerven gehen. Entweder ich fühle mich zu träge oder ich fühle mich entweder zu hibbelig. Mhm. Und gerade die B-Vitamine stehen eben für Antimüdigkeit, aber eben auch für eine gute psychische Funktion, fürs Nervensystem. Und und das kann wiederum natürlich dann auch die Schilddrüse beeinflussen. Und das sind so die wichtigsten Dinge. Und natürlich ganz viele Antioxidantien. Ich glaube, das ist für alle Organe einfach wichtig, die freie Radikale auffangen. Und da gibt es ja auch Unmengen an tollen sekundären Pflanzenstoffen, die da Antioxidantien nehmen. Genau, und das Hauptantioxidant, das so klassisch ist und deswegen vergesse ich es auch oft, ist Vitamin C. Mhm. Wir müssen Vitamin C täglich zu uns führen. Vitamin C wird nicht im Körper gespeichert und ist eben essentiell für unser Immunsystem. Und deswegen auch mit diesem Klassiker, den jeder kennt, das ist einfach wichtig, da auch wirklich einen guten Vitamin C-Haushalt zu haben und da eben auch für eine tägliche Zufuhr zu sorgen. Mhm. Ja, schreib du doch gerne einmal unter das Video in die Kommentare, was du vielleicht so für Symptome verspürst, falls du weißt, dass du eine Unterfunktion oder Überfunktion hast. Würde uns total interessieren und vielleicht auch, was dir dabei geholfen hat. Gut, wir sind immer noch beim Thema Unterfunktion. Wir haben schon gesagt, welche Vitamine da auf jeden Fall helfen. Also Selen, Jod, alles, was das Immunsystem unterstützt, was den Darm auch unterstützt. Also wirklich hier dieser ganzheitliche Ansatz. Da kam dann noch auch von einer Followerin eine konkretere Frage. Mhm. Sie hatte nämlich eine Schilddrüsen-OP und hatte jetzt, obwohl sie Tabletten einnimmt, eine starke Unterfunktion und fragt da, was sie da tun kann. Unser Tipp auf jeden Fall auch hier eine Mikronährstoffanalyse. Absolut, denn gerade auch so eine OP kann ein absoluter B-Vitamin-Räuber sein. Also nicht die OP an sich, sondern eben die Narkose. Mhm. Ah ja, okay. Deswegen, das ist dafür total hilfreich. Also auf jeden Fall nochmal Mikronährstoffe checken, gucken, ob man wirklich im guten Bereich ist oder eben einen Mangel hat. Aber auch wenn man im Grenzbereich ist, macht es halt total Sinn, da auch zu schauen. Natürlich die Hauptnährstoffe sind natürlich Selen und Jod, aber eben auch die anderen, die wir gerade eben aufgezählt haben, können da total hilfreich sein. Und eben halt auch an seiner Darmfunktion zu arbeiten. Bei Unterfunktion ist es ja so, dass man oft an Verstopfung leidet. Und eben was da hilft, sind ja auf jeden Fall Ballaststoffe. Und das wirklich gut in seine Ernährung zu integrieren, kann eben halt auf ganzheitliche Art und Weise auch helfen. Ja.
Und wenn du zum Beispiel Symptome hast wie Haarausfall oder Akne, ist es auch super interessant zu wissen, dass du auch bei deiner Gynäkologin oder Gynäkologin den TSH-Wert untersuchen kannst. Also das machen tatsächlich auch einige. Das wäre vielleicht auch noch eine Option, genau, wenn man halt Werte checken lassen möchte. Ja, ja, absolut. Ja. Gut, dann wechseln wir mal zur Überfunktion. Mhm. Wie kann man denn bei einer Überfunktion die Schilddrüse unterstützen? Bei einer Überfunktion ist es eigentlich ähnlich wie bei einer Unterfunktion. Also auch da, auch bei einer Überfunktion sind Selen und Jod total wichtig. Und bei einer Überfunktion, eigentlich sind es die gleichen Maßnahmen, vor allem was die Ernährungsweise angeht. Also entzündungshemmend, pflanzenbasiert, am besten biologisch. Aber was hier auch, ich meine, es zählt auch für eine Unterfunktion, aber man sagt ja zum Beispiel auch, dass die Schilddrüse die Stressdrüse ist. Und gerade wenn man ist natürlich sehr gestresst, wenn man eine Überfunktion hat, denn dadurch wird man ja sehr, sehr hibbelig und eben auch reizbar. Und deswegen da an seinem Stressmanagement zu arbeiten, ist auf jeden Fall da der Tipp Nummer eins und alles, was den Körper in Stress versetzt, das eben zu reduzieren, natürlich auf psychischer Ebene, aber eben auch auf körperlicher Ebene. Das heißt, wenn ich jetzt zu viel Sport mache, der meinen Körper unter Stress setzt, zum Beispiel ganz viel High-Intensity-Training, dann sollte man da eher auf ruhigere Sportarten zurückgreifen, die mehr Ausdauer fördern zum Beispiel sind. Wiederum bei einer Unterfunktion sollte ich meinen Stoffwechsel mal richtig, ankurbeln und eben auch kurzfristig, aber bei einer Überfunktion eben das Gegenteil. Natürlich ist Bewegung total wichtig, aber eben nicht so, was mich jetzt so richtig in Stress versetzt. Also da wirklich den Stress aus dem Körper nehmen. Die Art der Bewegung ist da ganz wichtig, ja. Ja. Total spannend. Stressmanagement, es klingt einfacher, als es dann am Ende auch ist. Hast du da irgendwie so einen Special-Tipp, was dir vielleicht auch hilft, um Stress ein bisschen in den Griff zu kriegen? Da gibt es ja auch wieder ganzheitliche Maßnahmen, aber natürlich sich aus dem Alltag mal zurückzunehmen, die Natur mal wieder ein bisschen mehr zu integrieren. So ein Spaziergang kann total hilfreich sein. 20 Minuten im Grün sollen ja schon ausreichend sein, damit das Gehirn so ein bisschen runterfahren kann tatsächlich. Ja, ja, all das wirklich bewusst einfach zu integrieren und natürlich, was wichtig ist, den dauerhaften psychischen Stress rauszunehmen. Also kurzfristiger Stress ist gesunder Stress, der bringt uns auf Höchstleistung. Wenn man jetzt irgendwie morgen eine Klausur hat und muss irgendwie noch ganz viel lernen, dann schafft man ganz viel irgendwie sich zu merken oder man schafft es in kürzester Zeit irgendwas fertigzustellen. Das ist ja auch immer gut für gewisse Projekte, aber eben langanhafter, dauerhafter Stress, genau, das ist eben sehr belastend und kann dann eben wiederum die Schilddrüse auch beeinflussen. Und da geht es darum, wirklich den dauerhaften Stress rauszunehmen. Ja. Und je nachdem, was es natürlich für ein Stress ist, sollte man dann darauf arbeiten. Aber ja, Self-Care, sich mehr Momente rauszunehmen, und daran zu arbeiten. Also so einen konkreten Tipp, Natur, Sport, einfach wirklich Self-Care-Momente gönnen, sind da auf jeden Fall schon mal der Anfang. Mhm. Ja, da muss jeder auch einfach seine eigene Methode für sich finden. Ja. Aber ich finde auch, was ganz wichtig ist, wo ja auch eigentlich noch zu wenig drüber gesprochen wird, dass man sich dann auch vielleicht professionellere Hilfe dann auch sucht, wenn man halt eben denkt, man findet nicht so richtig dann alleine den Anfang. Freunde, Familie, ja, das kann mit Sicherheit auch gut tun und manchmal helfen, aber manchmal ist es vielleicht auch einfach eine Person, die von außen die man halt nicht kennt. Absolut. Ich finde, das wird in Deutschland eh noch viel zu wenig gemacht. Also Erkrankungen haben ja irgendwo immer auch eine psychische Bedeutung oder Ursache. Ja. Und dass man eben bei Erkrankungen oder Symptomen halt nicht nur auf körperlicher Ebene etwas unternimmt, sondern eben halt auch auf geistiger Ebene. Und da gehört wie eine Form von einer Gesprächstherapie, finde ich, bei jeder Art von Erkrankung immer hilfreich. Und da zu schauen, wirklich, was ist die Ursache eben auch auf psychischer Ebene. Ja, ja. Auch das kann wie halt körperliche Beschwerden behandelt werden. Und das sollte auch ganz, ganz okay sein und ganz normal. Ja, absolut. Absolut. In Amerika ist das ja schon total etabliert. Ja. Da hat irgendwie jeder seinen Hauspsychologen. Und das finde ich total toll, mal mit einer außenstehenden Person einfach über Dinge sprechen zu können. Absolut. Ja, sollte eigentlich ganz
ganz normal behandelt werden. Ja, ja. Wie eben, ich gehe zu meinem Hausarzt, so sollte es eben auch möglich sein. Ich gehe zu meinem Psychologen oder Coach, wie auch immer man das nennen möchte. Genau. Ja, super. Gut, eine weitere Frage. Dazu kam tatsächlich ziemlich viel rein zum Thema Hashimoto. Was kann man denn dabei tun? Und hier wollen wir auf jeden Fall direkt im Voraus einmal sagen, dass wir hier nicht im Detail beraten können. Aber wir können natürlich kurz erklären, was das überhaupt ist. Hashimoto ist ja eine Autoimmunerkrankung, das heißt, das Immunsystem richtet sich gegen einen selber und dadurch können die Schilddrüsenhormone eben nicht mehr, ich weiß gar nicht, auch teilweise gar nicht oder teilweise nur produziert werden, aber die Hormonproduktion ist auf jeden Fall gestört und das liegt daran, dass das eigene Immunsystem sich gegen die Schilddrüse richtet. Und genau, das ist natürlich eine Erkrankung und deswegen ist es schwierig für uns jetzt hier auch konkret zu beraten, da es eben auch eine Autoimmunerkrankung ist. Aber Autoimmunerkrankungen haben oft auch mit Entzündungsprozessen zu tun. Und und alles, was sozusagen Entzündung aus dem Körper nimmt, kann hier total hilfreich sein. Aber konkret ist es schwierig, in dem Fall hier für uns zu beraten, da es eben ja eine Autoimmunerkrankung ist. Ja, ja. Tatsächlich ist es auch so, man sagt, dass ca. 80% der Schilddrüsenentzündungen tatsächlich auf Hashimoto oder Hashimoto halt diagnostiziert werden. Krass. Aber auch hier auf jeden Fall dann ärztliche Rücksprache halten. Ne? Absolut. Und wir können nur empfehlen, immer den ganzheitlichen Ansatz zu wählen. Ja. Wie und eben, die Ursachen halt auch herausfinden, weil die Ursachen sind halt auch einfach noch nicht so konkret festgemacht generell in der Forschung auch. Ne? Ja, ja, auch bei Hashimoto. Die Ursachen sind nicht kräftig. Ein Teil soll ja auch genetisch bedingt sein, aber eben ganz viel wurde da eben noch nicht erforscht. Und gerade bei solchen Dingen ist es halt total wichtig, sich ganzheitlich um seine Gesundheit zu kümmern. Ja, okay. Gut. Ja, dann kam eine Frage zu einem Paket von uns. Wir haben ja ein Schilddrüsenpaket bei uns im Shop. Das verlinken wir dann natürlich auch sehr gerne einmal unten in der Infobox, hier unten. Und da wurde gefragt, könnte das Schilddrüsenpaket die Tabletten von L-Thyroxin ersetzen oder die Dosis reduzieren? Generell sind Nahrungsergänzungsmittel natürlich kein Ersatz für Medikamente, auch nicht für eine ausgewogene Lebensweise. Ganz wichtig. Oder für eine ausgewogene Ernährung. Es ist eben ein Nahrungsergänzungsmittel, aber es macht halt total Sinn natürlich in Absprache, wenn du da in ärztlicher Behandlung bist, da auf jeden Fall die Nährstoffe mal zu analysieren, die einzunehmen, wenn du einen Mangel hast oder in Grenzwerten bist, um da deine Schilddrüsenproduktion zu unterstützen. Und da gibt es auf jeden Fall viele Erfolgsgeschichten auch, wo man nach und nach dann auch die Medikamente runtersetzen könnte. Aber da ist es halt wichtig, wenn man Medikamente nimmt, das immer in Absprache mit dem Arzt zu sein. Aber es kann ein Weg sein. Ein sanfterer Weg möglicherweise. Ja, genau. Da eben auch wieder, also es ist auf jeden Fall möglich, eine Schilddrüsenunterfunktion und auch Überfunktion wieder zu heilen. Also das ist auf jeden Fall möglich. Aber wie gesagt, Nahrungsergänzungsmittel sind nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Es ist eben ein Zusatz und das halt immer in ärztlicher Absprache. Ja. Und da die Punkte, die wir gerade besprochen haben, alle mit hinzuzuziehen. Ja, ganz wichtig. Gut. Ist es möglich, dass die Schilddrüse auf Zucker reagiert? Also, oder generell auf Süßes war hier die Frage. Absolut, denn auch isolierter Zucker, Weißmehl fördern Entzündungsprozesse im Körper und das wiederum beeinflusst negativ die Schilddrüse. Und deswegen macht es eben total Sinn, Dinge wie weißen Reis, Weißmehl, isolierten Zucker, das auf jeden Fall zu reduzieren oder am besten ganz erstmal aus seinem Speiseplan rauszunehmen. Denn und Zucker hat ja auch einen Einfluss auf die Darmflora negativ. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung, da auf Zucker zu verzichten. Was wären denn da so gesündere Alternativen, die man gut einsetzen könnte? Wenn man auch Süßes nicht
verzichten möchte, dann kann man zum Beispiel auch zum Süßen von Backzutaten, wenn man selber backt, natürlich auch Datteln nehmen, die sind total toll. Aber was schon mal besser ist als weißer isolierter Zucker, ist zum Beispiel Kokoszytenblocker oder Xylit. Das ist der Birkenzucker in geringen Mengen, was man gut nehmen kann. Und sonst eben ja viel auch mit, entweder es gibt ja auch Bananenbrot, also mit reifen Bananen zu süßen. Also man muss nicht auf süß verzichten, nur wenn man immer noch... Also süß ist ja auch ein Teil von allen Geschmacksnoten, die man braucht. Man braucht ja bitter, man braucht sauer, man braucht süß, man braucht herb. Deswegen, aber genau, isolierter Zucker ist eben schädlich. Okay, ja, gut. Eine nächste Frage war, ein Arzt sagt, ich soll Jodid nehmen, der andere sagt, er würde es nie machen. Was soll man jetzt machen? Auf jeden Fall eine Mikronährstoffanalyse, würde ich sagen. Also erstmal checken zu lassen, okay, wo ist mein Jodgehalt überhaupt? Und genau, und was ich auf jeden Fall da empfehle, ist natürlich, wenn man dann Jod supplementieren möchte, da auf jeden Fall auf ein pflanzliches Supplement zu gehen, aus natürlicher Herkunft. Denn das wird natürlich ganz anders im Körper verstoffwechselt. Es ist noch im natürlichen Verbund. Und isoliertes Jod, wie es eben auch in Speisesalz zu finden ist, ist halt synthetisch und wurde isoliert hinzugefügt. Und genau, ich würde da immer auf die Natur zurückgreifen. Ja, und ich glaube auch ganz wichtig hier nochmal zu sagen ist, dass wenn man zum Beispiel auf Nahrungsergänzungsmittel zurückgreift bei Jod, dass man da immer bei der entsprechenden Tagesempfehlung bleibt. Denn wenn man zum Beispiel schon ja vielleicht auch eine unentdeckte Schilddrüsenerkrankung schon hat oder eine Entzündung, können halt eben höhere Mengen an Jod dann auch wiederum Schwierigkeiten, Störungen halt auslösen. Und das ist nochmal ganz wichtig. Das möchte man natürlich vermeiden, dass man da immer bei den Empfehlungen bleibt und halt im Zweifel es einfach ärztlich abspricht. Ne? Ja. Ja, absolut. Und wenn die Ärzte sich nicht einig sind, wirklich dann auch Selbstverantwortung zu übernehmen, wenn man wirklich verschiedene Meinungen hört, da auf jeden Fall genau auf eine Mikronährstoffanalyse zu gehen. Die kann man testen lassen und dann genau sich das Thema anschauen und generell sich gut einzulesen in das Thema, sich zu informieren, gerade wenn Ärzte sich uneinig sind. Mhm. Ne? Der eine sagt das, der andere sagt das. Dann kann ich nur empfehlen, sich selber eben auch Wissen anzueignen und selber zum Experte zu werden. Ja gut, ich sehe auch, damit haben wir auch die letzte Frage beantwortet, die wir mitgenommen haben von Instagram. Ich würde sagen, das war's dann schon für heute. Es sei denn, du möchtest noch irgendwie den Leuten da draußen was mitgeben zu diesem Thema. Dann kannst du es jetzt loswerden. Ja, okay. ich glaube, das, was wir heute am meisten besprochen haben, vor allem was natürlich Selen und Jod angeht, wenn man eben eine Über- oder eine Unterfunktion hat, sich nicht sicher ist, die Ärzte sich nicht einig sind bei dem Thema zu viel Jod, zu wenig Jod, da wirklich eine Mikronährstoffanalyse zu machen. Ja. Und die kann man ja auch erstmal, braucht man ja gar nicht für alle Nährstoffe machen, sondern eben halt auch nur konkret fürs Jod und für Selen. Und dann ist das auch im preislichen Rahmen auf jeden Fall auch zu bezahlen. Ja. Cool. Vielen Dank, Julia. Es war wieder super, super informationsreich und hilfreich. Wir hoffen auch sehr, dass dir das geholfen hat. Vielen Dank, dass du bis zum Ende durchgesehen hast. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Hier nochmal ein wichtiger Hinweis von unserer Seite. Als Unternehmen dürfen wir bei konkreten Krankheitsbildern oder anderen gesundheitlichen Beschwerden nicht beraten. Deswegen empfehlen wir dir hier immer eine ärztliche Rücksprache. Das ist uns nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen. Außerdem sind wir bei produktbezogenen Angaben an die sogenannten Health Claims gebunden. Das sind nährstoff- und gesundheitsbezogene Angaben und die sind auch EU-weit geregelt. Das heißt, wenn wir mal über Produkte reden, dann kann es sein, dass wir hier und da vielleicht mal auf unser schlaues Zettelchen schauen müssen, um halt eben diesen exakt gültigen Health Claim vorzulesen. Wir hoffen, dir hat dieses Video gefallen und alle Fragen sind geklärt. Sollte doch noch eine Frage offen sein, dann kannst du sie natürlich sehr gerne in den Kommentaren stellen. Alle wichtigen Produkte aus unserem Shop und auch spannende Blogposts zu dem Thema Schilddrüse haben wir dir auch unten in der Infobox verlinkt. Schau da gerne einmal rein. Ja, und wenn dir das Video gefallen hat, dann schenk uns doch auch gerne einen Daumen nach oben. Da freuen wir uns sehr drüber. Abonniere unseren Kanal hier bei YouTube und schau auch gerne mal bei Instagram vorbei. Da findest du ganz viel spannenden Content.